Well, ladies and gentlemen, in keeping with innovation and the latest technology, well, here it is, the Airbus A350 XWB, the latest airliner from the tremendous international European manufacturer. World's most modern and efficient aircraft, flown for us today by Hughes van der Stichel and Thomas Wilhelm, assisted by flight test engineers Pascal Verno and Frank Hohmeister. Ja, das Flugzeug hat zwei Rolls-Royce Trent XWB Turbofans und jedes Triebwerk hat 84.000 Pfund Schub. Wenn nachher die Maschine wieder hier steht. Aircraft is capable of a cruise speed at Mach 0.85. Weighs 275 metric tons, but just look at what an easy job these engines make of pushing that into the sky. 64 meters wingspan, 66 meters long. Very big aeroplane indeed. Sie hören natürlich auch die Lautstärke des Airbus A350, das modernste Verkehrsflugzeug der Welt. Dieses Flugzeug ist 25% weniger Spritverbrauch pro Meile und pro Passagier. Damit hat es 25% weniger Kosten und auch 25% weniger CO2-Ausstoß. Fascinating use of technologies. 53% of this enormous airliner is made of modern composites. The modern engines in combination with these give it a 25% less fuel burn, 25% less operating costs, and 25% lower CO2 emissions. Und die Musik, die Sie im Hintergrund hören, ist übrigens ein direkter Wunsch des Kapitäns, der heute für uns fliegt. Er sich gewünscht hat, für eine wunderbare Vorführung des Airbus 350 mit dieser tollen Musik zu untermalen. Beethoven's Ninth Symphony, how utterly perfect. Thank you.
wirklich beeindruckend. Auch diese kurze Landestrecke, diese Manövrierfähigkeit dieses immerhin 275.000 Kilogramm schweren Flugzeugs. Absolut. Und wo ich genau diesen Copter auch vor kurzem im Einsatz gesehen habe, war, bevor die großen Felder abgemäht werden, abgeerntet werden, wird mit diesem Copter zum Beispiel nach Rehkitzen und anderen Wildtieren gesucht. Und die werden verscheucht, sodass sie nicht von den großen Mähmaschinen zerhäckselt werden, wie das in der Vergangenheit immer wieder der Cameras or mapping equipment, that kind of thing. So very, very useful for a very wide variety of roles. Ja, und dieses Gerät ist natürlich besonders leicht und deshalb sehr effektiv. In 30 Minuten können zum Beispiel 100 Hektar mit einer Pixelgröße von 2 cm dreidimensional aufgenommen und katalogisiert werden. Some of the sensors, very advanced, can carry basically a three-dimensional mapping camera, and in 30 minutes it can do an extremely detailed down to 2 centimeters model of an area up to 100 hectares.